Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von der Tutorial. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das Thema des heutigen Videos ist, wie ihr im Titel lesen könnt, Abiball und wie man Krawatten bindet. Seit meinem letzten Video habe ich sehr, sehr viele Anfragen bekommen, sowohl von der weiblichen als auch von der männlichen Seite aus, wie man Krawatten bindet, ob es verschiedene Techniken und Methoden gibt. Und ich will euch zwei davon zeigen. Meine Lieblingsweise, die Krawatten zu binden, den Windsor's, die windsorische Art, also die Windsor-Bindung und die einfache Bindung. Für die Mädchen ist es super, ihr könnt eurem Vater zeigen, wie es geht, falls er es nicht weiß, oder eurem Freund solltet ihr mal irgendwie schön essen gehen und ja, ihr könnt einfach zeigen, dass ihr es drauf habt. Ihr könnt das Video gerne unter eure Favoriten hinzufügen, würde mich auf jeden Fall freuen. Für die Jungs ist es immer gut, viele wissen nicht, wie es geht. Videofrage für heute ist, ihr wisst ja, ich trage gerne Krawatten, auch wenn ich in die Schule gehe, und mich würde interessieren, wie findet ihr es? Sollte man auch im alltäglichen Leben eine Krawatte tragen oder sollte man es vom Job abhängig machen oder von Ereignissen wie Hochzeiten oder dem Arbeitsplatz etc. abhängig machen, dass man Krawatten trägt? Was hält ihr davon? Sollten Jungs es öfters tragen? Wie findet ihr es? Die Sonne geht unter, ich beeile mich, dass es ein bisschen schnell geht. Für alle, die noch nicht abonniert haben, könnt ihr gerne machen. Ab 10.000 Abonnenten gibt es einen riesigen Contest, also werden super Preise geben. Ich war heute Power Shoppen, habe sehr viel eingekauft, werde euch gleich zeigen, was. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch jetzt erstmal die einfache Weise, wie man eine Krawatte bindet. Und anschließend werde ich euch noch ein paar Sachen erzählen. So, also nun zur einfachen Bindung. Mein Abiball naht erst am 20. Juni, also ist es super für euch, also auch meine Klassenkameraden, wenn ihr jetzt zuschaut, ist immer gut, dass man weiß, wie man eine Krawatte bindet. Also der einfache Knoten, da nehmt ihr einfach, sagen wir es mal so, die Länge von der dünneren Seite beträgt die Hälfte von der Krawatte. Und was ihr einfach macht, ist einfach die breitere Seite über die dünnere zu nehmen, hinten rum zu gehen, dabei immer mit dem Zeigefinger und dem Daumen, ich wollte Daumenfinger sagen, Zeige und Daumen, da wo der Knoten dann anschließend kommt, einfach festhalten. Ihr kommt also von vorne, dann von hinten, kommt wieder nach vorne, dann bildet sich so eine kleine Lasche hier vorne. Ihr kommt von unten, unsere Lasche ist immer noch da, und führt die Krawatte in die kleine Lasche hier rein und zieht es einfach fest. Fertig ist es. Für alle, die ein bisschen länger brauchen, es zu verstehen, ihr könnt es gerne wiederholen. Was mir an dieser Krawattenbindeart nicht so gefällt, ist, dass es ein bisschen schief ist. Bei der Windsor-Bindung, so wie ich sie am besten finde, ist es gerade. So, das war die erste Bindeart und jetzt kommen wir zur zweiten, der Windsor-Bindung. Es gibt natürlich auch 15 weitere Bindearten, Fresh American irgendwas Bindeart, aber meiner Meinung nach braucht man es nicht. Krawatte ist Krawatte, Hauptsache sie sieht gut aus und ja. So, dann kommen wir zur Windsor-Krawatte. So, nun zur Windsor-Bindeart. Dabei ist es im Prinzip dasselbe, dieselbe Technik. Dabei müsst ihr aber, das ist meine rechte, das ist meine linke Schulter, ihr nehmt einfach die dünnere Seite, sie soll kürzer, richtig kurz sein und circa ein Sechstel von der Gesamtlänge der Krawatte betragen. Was ihr dann macht, ist wieder im Prinzip, wie gesagt, dasselbe. Ihr geht einfach drüber, von hinten rum, jetzt aber nicht von vorne rum, jetzt aber geht ihr hier rein und zieht es fest. Es soll am Ende so ein kleines Dreieck hier vorne entstehen, ein Dreieck, was nach unten gerichtet ist. Und wir haben jetzt erstmal die Seite gemacht, jetzt müssen wir diese Seite genauso machen. Was wir dann machen, ist, wir gehen von vorne rum, so. Jetzt aber nicht von hier rein, sondern von unten kommen wir und ziehen das dann fest, so. Dann haben wir unser kleines Dreieck, mehr oder weniger, so, 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 und dann kommt ihr von
von hinten, so, kommt von vorne. Und dann haben wir wieder unsere kleine Lasche, kommt hier von unten und haltet, fixiert einfach bitte diesen Knoten, damit die Krawatte dann auch am Ende gerade wird. So, dann zieht ihr es hier raus, rein, so, richtet es dann, so wie ihr es haben wollt. Und richtet sie euch hin, hier, so nach eurem Belieben, zupft sie euch zurecht. Ist ein bisschen schwer jetzt das in der Kamera zu machen, aber ihr zupft sie euch einfach zurecht, Kragen runter und fertig ist eure Windsor-Krawatte. Ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, also für alle, die es nicht so auf Anhieb verstanden haben, wiederholt es einfach, geht ein bisschen zurück im Video und ja, das ist es, so sieht es dann aus. Und ja, nur ein bisschen Smalltalk. So, übrigens habe ich schon erzählt, dass ich Ferien habe und jetzt mehr Zeit habe, Videos zu machen. Das Backvideo kommt, die Styleberatung wird auch noch kommen, also wie gesagt, mein Kopf explodiert vor Ideen. Und ja, ich war heute Powershoppen, habe die neue GQ gekauft, also hat mir nicht so gefallen, also da gibt es einen Bericht, den es in der amerikanischen GQ schon vor einem Monat gab, über Robert Pattinson. Ich habe einen kleinen Contest, und zwar habe ich mir heute eine neue Krawatte zugelegt. Wie gesagt, beim Powershoppen. Und ja, ich möchte einfach, dass ihr einen Namen gibt. Ihr, ihm oder ihr einen Namen gibt. Ist es weiblich oder männlich? Keine Ahnung. Und das ist meine neue Krawatte. Freue mich schon, sie zu kombinieren mit meinen Klamotten, die ich neu gekauft habe. Benennt sie, ihr habt jetzt von heute eine Woche Zeit, sprich ihr habt bis zum 27. Mai Zeit, sie zu benennen. Der beste Name und der, der mir am meisten gefällt, ich benenne gerne meine Krawatten. Ja, der bekommt einen Preis, der wird nicht schlecht sein und ich werde mir noch was Gutes einfallen lassen, also lohnt sich es mitzumachen, der beste Name, wie gesagt, also ein Kommentar. Vergesst auch nicht die Videofragen für heute. Ja, die hat 19,90 gekostet. Dann habe ich mir, ich mag ja den Saint-Barth-Stil und den Stil, den die Menschen in Saint-Tropez tragen. Ich habe mir eine weiße Hose, weiße Shorts gekauft. Größe 33 für jeden, den es interessiert, vom H&M. Für nur 19,90. Wie gesagt, ich war heute Powershoppen. Dann habe ich dazu, passend zu einem weißen Hemd, weiße Shorts. So eine Krawatte, die ihr benennt. Und dann noch ein Cardigan, der war nicht sehr billig. Der hat 34,90 € gekostet. Der besteht aber aus Silk Cotton, also Seide und Baumwolle. Ist auf jeden Fall super weich. Ah. Und ja, war ein bisschen teuer, aber lohnt sich. Passt auch perfekt einfach zum Drüberlegen mit Krawatte. Sieht auf jeden Fall aus. Dann habe ich noch eine ganz normale Hose gekauft. Slick natürlich von H&M für 39. Eine ganz normale Jeansfarbe. Ich trage halt immer meine schwarze Jeans und so Jeansfarben, die keine Jeansfarben sind. Ja. Und ich habe nach weißen Schuhen geguckt. Ich habe aber im Götz nichts gefunden, was eigentlich ein riesiger Schuhladen ist. Aber ich habe nichts gefunden. Converse wollte ich mir auch nicht kaufen. Der Trend ist es halt und ich bin, mein Trend ist mein Stil. Und ja, mein Grundsatz ist es, keinem Trend zu folgen. Der Trend ist es, keinem Trend zu folgen. Merkt euch den Satz. Solltet ihr wissen, für die Styleberatung für Mädchen und Jungs, mit den ich mit einer guten Freundin von mir mache. Dann war ich beim Zara und ich habe die hier gefunden und die waren extrem schön, haben mir gefallen. Die waren schlicht und auch nicht allzu toll, 29,90 €. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr es auch nachkaufen solltet, aber ich finde es einfach angemessen, der Preis. Also könnt ihr euch mal überlegen. Dann habe ich noch ein Hemd gekauft, passend zu den weißen Shorts. So sieht's aus vom Peek und Kloppenburg für 19,90 €. Also ist auf jeden Fall, hat sich heute super gelohnt. Ich will nicht wissen, wie viel es gekostet hat, aber insgesamt, ihr wisst es ja, könnt ihr nachrechnen und einen Kommentar dazu schreiben. Ja. Und ja, ich war noch vor ein paar Tagen in Metzingen. Morgen geht's nach Karlsruhe. War bei Polo einkaufen, hab mir ein schönes gelbes Shirt gekauft. Ich weiß gerade nicht, ob ich es hier habe. Doch, Jens Jürg. So, das ist das hier. War reduziert.
Und die graue Maus kommt aus sich raus. So. Ja, dann zum nächsten Punkt. Die Sonne geht langsam unter. Wie auch immer. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde ab jetzt keine Outtakes mehr machen, da ich da an diesem Channel sehr viele Kanal-Hair-Tutorials, sehr viele Erwartungen gebunden sind. Und ja, ihr wollt auch eine gewisse Qualität, das kann ich auch super verstehen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache einen weiteren Kanal, in dem ich parallel, also heute gab es glaube ich keine Outtakes, aber ich habe gestern schon versucht, das Video aufzunehmen und da gab es genug Outtakes, die ich also auf dem neuen Kanal, welcher Tutorials Charity, wieso er so heißt, werde ich gleich sagen, posten werde als Videos. Und ja, ich habe mir gedacht, ich werde auf diesem neuen Kanal Tutorials Charity Videos einfach reinstellen über, ich weiß nicht, manchmal habe ich Gedanken und ich möchte sie in ein Video packen und einfach drauf losreden. Und ich habe mir gedacht, da an diesem, an Herr Tutorial sehr viele Erwartungen gebunden sind, kann ich das hier nicht machen und mache das also auf einem neuen Kanal, welcher mein alternativer Kanal zu meinem ist. Sollte auch irgendwas passieren, habt ihr immer einen Ort, wo ihr mich wiederfindet. Also Tutorials Charity könnt ihr gerne abonnieren. Beim Abonnieren tut ihr, was mit der Bedeutung des Namens zu tun hat, Charity. Beim Abonnieren helft ihr mir, Geld zu sammeln für wohltätige Zwecke. Und zwar wisst ihr ja, als Partner bekommt man einen gewissen Anteil am Erlös von Google. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt persönlich nicht einen weiteren Kanal machen will zu meinem Profit, habe ich mir gedacht, ich will was Gutes tun und ihr könnt mir dabei auch helfen, indem ihr den neuen Kanal Tutorials Charity abonniert und die Videos drauf anseht. Also auf dieser Seite werden die Outtakes zu meinen Videos von Herr Tutorial zu sehen sein und einfach Videos, ich werde einfach die Videokamera nehmen und einfach durch die Stadt laufen und einfach Dinge dokumentieren, die mir einfach, weiß nicht, die mich irgendwie interessieren und das dann auf diese Seite bringen. Und ja, ich muss noch mit YouTube reden, dass sie mich dort als Partner akzeptieren auf dem neuen Kanal. Dann fängt's an, Geld zu sammeln, indem ihr, wie gesagt, alle den neuen Kanal abonniert und euch die Videos anseht. Ja, je mehr ihr es anseht, desto mehr Geld kriegen wir zusammen, um Menschen in Not zu helfen. Am Ende eines jeden Monats werde ich euch dann einen detaillierten Bericht geben, was wir alles zusammen gesammelt haben. Also es ist super, ihr müsst gar nichts zahlen, gar nichts, ihr müsst einfach nur die Videos ansehen und ja, abonnieren. Und wie gesagt, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, aber mir liegt es wirklich am Herzen, was Gutes zu tun, ihr könnt mir dabei helfen. Also sozusagen kostenlose Spenden durch YouTube. Und das, ich finde, es sollten mehr Partner machen, also vielleicht schaffe ich es ja auch ein paar andere Partner zu animieren, sowas auch zu machen, und würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, schaut euch die Videos an, die Outtakes werden auch dort zu sehen sein und ja. Und ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine super Idee und am Ende eines jeden Monats werde ich euch einen Bericht geben, wie viel wir gesammelt haben, und ich werde euch jeden Monat 4 bzw. 3 Organisationen vorstellen und ihr könnt per User Voting dann entscheiden, an welche Organisation unsere Spende geht. Also ihr seid dann mit involviert und könnt mitbestimmen. Also helft mir, anderen Menschen zu helfen, würde mich auf jeden Fall super freuen. Könnt ihr gerne abonnieren, meine Nase verstopft sich langsam. Ach, diese Pollen. Ja, und wie gesagt, klar, diese Videos auf Herr Tutorial werden ihren Witz nicht verlieren. Ich werde jetzt nicht so ernst reden, hallo, ich bin Herr Tutorial und heute geht's um... nein, das wird natürlich so wie immer, es werden immer Versprecher da zu finden sein auf meinen Herr Tutorial Videos. Und ja, danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, fügt mich auf SchülerVZ hinzu und auf Twitter, folgt mir dort. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und keep watching.